Hallo, willkommen. Entwicklungsgeschichte. Weit unter dem Spitznamen Hetzer, bekannter Jagdpanzer, eigentlich Jagdpanzer 38 in Klammer T, wird oft als Wunderwaffe bezeichnet oder fast Wunderwaffe, die vielleicht sogar den Krieg hätte beeinflussen können, wenn er ein bisschen früher gekommen wäre. Und natürlich war Hetzer eine gelungene Maschine, aber als Wunderwaffe zu bezeichnen wäre natürlich total übertrieben. Er war eher Notlösung, wird auch Ersatzjäger genannt, der eigentlich die voranstürmenden sowjetischen Truppen verlangsamen hätte sollen. Die Fahrwerke der leichten Panzer, Panzerkampfwagen 2 und Panzerkampfwagen 38T, wurden weit verbreitet eingesetzt, auch wenn die Panzer total veraltet waren. Das waren also leichte Panzer der Anfangsperiode des Krieges und Anfang 1942 waren sie schon veraltet. Wurden trotzdem nachgefragt, weil darauf andere Maschinen basierten, sowas wie Wespe oder Marder 3 oder Grille. Als Basis für Selbstfahrlafetten passte das Fahrwerk wunderbar. Aber zum Beispiel für den Jagdpanzer Marder 3, da war es ein bisschen anders. Die Maschine war sehr hoch, war natürlich nur dünn gepanzert und dadurch ein super Ziel. Die Panzerung schützte vielleicht vor Schusswaffen oder vor Splitter, aber auch nicht mehr. Also ein Jäger natürlich trotzdem besser als eine Kanone, die man schieben müsste oder ziehen. Dennoch war natürlich eine niedrigere Silhouette von Vorteil. So eine Maschine wollten die deutschen Konstrukteure natürlich erschaffen. Auf dem Bild seht ihr Modell, ich denke aus Holz. Jagdpanzer 38, Januar 1944. Hauptgrund für das Erscheinen von diesem Panzer war anders, denn die deutsche Industrie hat schon ähnliche Maschinen zu der Zeit produziert, die in puncto Panzerschutz und Tarnung besser als Marder 3 waren. Die Rede ist von Stuck 40, Ausführung G. Ab März 1943 wurden diese produziert in einer Zahl von 200 Stück pro Monat. Ab September Alquette und Miag haben zusammen 345 Stück gebaut. Im Oktober haben sie sogar fast 400 Stück Stuck 40 Ausführung G gebaut. Danach ist es aber ausgewiesen mit den neuen Rekorden dank britischer Bombardements. Am 23. und 26. November wurden die Werke Alquette in Spandau einer Flächenbombardierung unterzogen. Man konnte natürlich die Herstellung wieder aufnehmen, aber die Herstellgeschwindigkeit reduzierte sich natürlich. Also hat man so eine Art Reserve Stuck 4 angefertigt und 30 solcher Maschinen wurden im Dezember 1943 gebaut. Das war immer noch nicht genug und die Bedrohung der Bombardierungen wurde auch nicht ausgelöscht. Das haben auch die Amerikaner dann gezeigt mit ihren B-17 über Alquette wieder ein paar Bomben abgeworfen. Also musste man eine neue Plattform finden, wo man neue Jagdpanzer baut. Das hier ist das gleiche Modell, also Sicht von vorne, mit der ersten Variante der Kanonenblende. Am 6. und 7. Dezember 1943 in Berlin hat eine Besprechung stattgefunden, die den Fragen des Panzerbaus in Zukunft gewidmet war. Darauf hat der Hitler ein grünes Licht gegeben zur Entwicklung von Stuck 4. Und damals hat er auch den Befehl zur Entwicklung eines leichten Jagdpanzers gegeben. Im Oktober 1943 wurde damit das Konstruktionsbüro BMM, Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, das ist der Name der tschechischen Firma CKD, während der Periode der deutschen Okkupation. Anfangs in Prag hat man geplant, schwerere Maschinen herzustellen, doch BMM hat für solche Herstellung keine Ausrüstung gehabt. Vor allem hatten die keine Hallenkräne, die dieses Gewicht dann tragen konnten. Und Zeit für Umrüstung blieb keine, also haben sie entschieden, einen leichten Panzer zu entwickeln. Denn darauf wurden auch Marder 3 und die Grille hergestellt, im Vergleich zu Marder 3. Man sieht schon die deutlich niedrigere Silhouette. Was man hier nicht sieht, ist der deutlich bessere Panzerschutz. Die Maschine bekam erstmal die Bezeichnung Panzerkampfwagen 38T18. Und die Masse sollte 13 Tonnen betragen. Die Weiterentwicklung wurde von Waffenamt und der 6. Waffenamtabteilung vorangetrieben und wurde von Hans Bader kuriert. Der hat diesem Konstruktionsbüro des BMM-Werkes nicht getraut und er hat auch seine Gründe dafür. Panzer 38T von einem russischen Flüchtling, der hat den Panzer entwickelt. Der Name von dem Typen war Alexei Surin und er war der Leiter von dem Konstruktionsbüro im BMM, hat also auch die Entwicklungsarbeiten von Hetzer geleitet und hat scheinbar sehr vorsichtig die Arbeiten sabotiert. Er hatte ständig die Abgabedaten hinausgezögert und hat auch ständig irgendwie neue Lösungen vorgeschlagen. Das verzögert die ganzen Arbeiten natürlich. Nichtsdestotrotz, am 8. Januar 1944 war schon eine
finale Variante von Panzerkampf Wagen 38T-1840. Die Abgabedaten und die Notwendigkeit, die früher entwickelten technischen Lösungen zu verwenden, haben dazu geführt, dass die technischen Daten der Maschine schlimmer ausfielen als erwartet. Man hatte zuerst gedacht, die Maschine wird ca. 50-60 km/h schnell sein, aber man hatte dazu nicht den passenden Motor. Und zwar haben sie nur einen Prager Motor mit 160 PS statt 220. Da seht ihr, das ist die erste gefertigte Wanne. Die Basis ist nicht die von dem Panzerkampfwagen 38T, sondern Panzerkampfwagen 38T NA, also weitere Entwicklung. Das war die Basis für den Hetzer. Im Unterschied zu Marder 3 und Grille, da bei den beiden wurden die normalen Fahrwerke vom Panzerkampfwagen 38T verwendet. Er hatte den 220 PS Motor drin, Prager NR1. Und deswegen hatte man gedacht, auch für den Hetzer den gleichen Motor zu verwenden. Aber der war leider nicht vorhanden und man musste den 160 PS Prager AE verwenden. 160 PS natürlich 60 PS weniger. Bei 18 Tonnen macht es schon was aus. So, hier sehen wir die finale Konfiguration von dem Modell. Man sieht also die Angaben für die Panzerung frontal und die Winkel. 60 mm bei 50 Grad, 60 mm bei 30 Grad die obere Platte. Also richtig stark, zum Beispiel gegen T-34, die dann normalen F-34 Kanone dann nicht durchkamen frontal. Die Wanne vom Hetzer wurde komplett neu konstruiert. Und dabei wurde die Erfahrungen der Entwicklung vom Jagdpanzer 4 verwendet. Man sieht auch die Ähnlichkeit der frontalen Anordnung der Panzerplatten richtig schräg. Und auch teilweise Jagdpanzer-Erfahrungen. Die Elemente des Getriebes waren sehr kompakt. Man musste also keine Ausbeulung machen für Getriebe. Wie beim Jagdpanzer hatte man nur zwei Frontplatten, was natürlich für die Fertigung sehr rational ist. So kann das einfacher und schneller gefertigt werden. Und billiger natürlich dementsprechend. Und auch der Panzerschutz wird so stärker. Panzerung wie beim Jagdpanzer 460 mm oben. Man hatte fast alle Panzerplatten hier unter einem guten Winkel angeordnet. Das war der Hauptunterschied zu dem Jagdpanzer 4. Auch die unteren Panzerplatten waren angewinkelt. Auf dem Bild seht ihr einer der ersten Prototypen vom Jagdpanzer 38, April 1944 datiert. Mit dem Jagdpanzer 4 konnte der leichte Jagdpanzer auch in Verbindung gebracht werden durch die Konstruktion des Sichtgerätes. Das hat dann natürlich die Arbeit vereinfacht zu der Montage der Getriebeelemente, auch die ähnliche Anordnung der Ausstiegslücken am Dach. Aber da die Maschine natürlich sehr viel kleiner ist als Jagdpanzer 4, musste man das zweite Türchen für die Ausstiegslücke für den Kommandanten auf der Motorabdeckung montieren. Es gibt kein MG frontal, koaxial neben der Kanone. Deswegen hat man das MG oben angeordnet und dabei hat man das MG ferngesteuert ausgelegt, sodass man praktisch von innen um die Maschine herumballern konnte mit dem MG. Das sind die Testfahrten am Werksgelände. Man sieht also die erste Variante der Kanonenblende. Der Surin hat diese so projektiert, dass die sehr viele Schwachzonen hatte. Also man sieht, wenn die Kanone ein bisschen gehoben ist, dann kann man da quasi schon eine Granate reinwerfen. Als Hauptbewaffnung wurde die 75 mm Kanone Pak 39 verwendet, genauso wie beim Jagdpanzer 4. Anfänglich hatte man geplant, eine Mündungsbremse zu verwenden, aber dann hat man sich dagegen entschieden zugunsten der Tarnung, weil Mündungsbremse demaskiert natürlich beim Schuss. Man hat auch die Erfahrung bei der Montage vom Jagdpanzer 4 Kanone verwendet, denn die Hauptkonstruktion von der Kanonenbefestigung ist dieselbe wie beim Jagdpanzer 4. Von außen wurde noch eine Panzerschicht angebracht. Diese hat an eine Art Muschel erinnert. Wird oft Saukopfblende genannt, ist aber nicht richtig so. Das ist die sogenannte Topfblende. Das ist die gleiche Maschine hier auf dem Bild. Die ist hier stecken geblieben im Dreck. Die erste Variante war fertig am 24. Januar 1944. Ein paar Tage später kam die Kommission vom Waffenamt in das BMM-Werk unter der Leitung von Kapitän Tomale. Nach der Durchsicht hat man eine Menge Änderungen in die Konstruktion eingebracht. Die ernsthaftesten Änderungen berührten die Konstruktion der beweglichen Blende. Im Großen und Ganzen hat man das Projekt gut befunden. Im März sollte man die ersten drei Prototypen abgeben. Doch in der Realität ist wieder zu Verspätungen gekommen und das erste Prototyp war erst am 1. April fertig. Danach folgten zwei weitere. April 1944 sollte 20 leichte Panzerjäger auf 38T bauen, im Mai 50, im Juni 100, im Juli 200, im August 250 und im November sollten pro Monat 400 Jagdpanzer gebaut werden. Danach sollte nochmal Produktionsgeschwindigkeit gesteigert werden, im Februar sollten 450 Maschinen gebaut werden, im März bis zu 500. Man sieht also, dass das Waffenamt sehr große Hoffnungen in diese Maschine gesetzt hat. Der Jagdpanzer 4 hatte zwar ein paar technische Daten besser als der Hetzer, hatten sie aber beide gleiche Kanone. Und die Panzerung war frontal auch die gleiche. Dabei war der Hetzer sehr, sehr viel, viel billiger.
Aus Geheimhaltungsgründen wurde die Maschine im BMM selbst als Schildau bezeichnet und später Schlagenbach. Hier sehen wir Kommandanten. Der hat eine Art Kommandantenvisier. Man kann sich vorstellen, dass das sehr eingeengt war da drin. Der Kommandant hat sich also nicht sehr bequem gefühlt. Und man sieht die Ausstiegsluke. Und das ist das Scherenfernrohr, was hier raussteht, also damit der Kommandant eben das Gefechtsfeld beobachten kann. Anfänglich verlief alles mehr oder weniger nach Plan. Den drei Prototypen nachfolgend wurden 20 Serienmaschinen gebaut. Charakteristisches Detail war die unbewegliche Panzerung mit weit ausgeprägten Seiten, die auf einer sehr hohen Anzahl von Schrauben befestigt wurde. Weiterhin hatten diese Maschinen Schlepphaken nach Typ Panzerkampfwagen 38T, aber waren natürlich nicht für die Masse vom Hetzer ausgelegt, sondern nur für diese anfänglich geplanten 13 Tonnen. Also für 16 Tonnen waren sie schon zu schwach. Die vorderen Fahrrollen waren sehr stark überlastet. Surin hat über diese Probleme gewusst, aber natürlich nicht weiter berichtet. Als Oberkonstrukteur setzte er seine stille Sabotage fort. Er hat in die Konstruktion irgendwelche Verschlechterungen eingebracht, die die allgemeinen Daten der Maschine verschlechtert haben. Natürlich war das ein sehr hohes Risiko für ihn. Die von ihm erschaffenen Probleme später während der Testläufe aufgeflogen natürlich. Das ist eine Maschine Herstellung Mai-Juni 1944. Die ersten Veränderungen in der Konstruktion der Maschine, die eine Bezeichnung als 7,5 cm Panzerjäger 38T bekam oder Stuck 38T, kamen im Mai 1944. Man hat die Schlepphaken verändert, dann die Kanonenblende umgestaltet. Die äußere bewegliche Panzerung wurde massiver und der unbewegliche Teil hatte eben diese Ausprägung verloren mit diesen Schrauben. Um die Probleme der im April produzierten Maschinen zu lösen, die eine sehr starke Überlastung der vorderen Rollen hatten, und das war bei den Maschinen besonders stark ausgeprägt, hatte Surin vorgeschlagen, in der Frontpanzerung mehrere Öffnungen zu bohren, die durch zusätzliche Panzerplatten mit einer Dicke von 5 mm abgedeckt werden sollen. Und als Waffenamt noch überlegt hatte, soll man das machen oder nicht, hat man das mit allen 20 Maschinen natürlich gemacht. Also einfach in die Frontpanzerung Löcher reingebohrt. So wurden natürlich diese 20 im April hergestellten Maschinen unbrauchbar für Kampfverwendung. Das ist natürlich eine offene Sabotage. Aber Surin hatte wieder Glück. Er hat einen schweren Anfall simuliert und das hat ihm scheinbar das Leben gerettet. Danach hatte ihm diese Geschichte noch einmal das Leben gerettet. Dass der Hauptkonstrukteur von BMM eine offene Sabotage betrieben hat, haben die in der sowjetischen Leitung auch erfahren. Nach der Befreiung von Tschechoslowakei hatte man Surin auch nicht deswegen in den Nürnberger Prozess verklagt. Was die schlecht gemachten Maschinen betrifft, diese wurden natürlich zu Schulungszwecken verwendet und mit einem Vermerk ausgeführt, nicht im Gefecht zu verwenden. Die stille Sabotage von Seiten Surin hatte natürlich keinen radikalen Einfluss auf die Herstellungspläne. Im Juni wurden 100 Maschinen gebaut, wie geplant war. Doch bereits im Juli hat man einen Rückstand zu verzeichnen. Statt 200 geplanten Maschinen hat man bloß 100 wieder gebaut. Im August 150 statt 250, im September 190 statt 300, im Oktober nur 133 anstatt 350 Maschinen. Im November hatte man 298 Maschinen geschafft, aber auch diese Zahl war natürlich 102 unter dem Plan. Dabei im November 1944 war ein Spitzenmonat in der Herstellung der Maschine, die ab 11. September 1944 ihre finale Bezeichnung bekam, Jagdpanzer 38. Im Dezember 1944, bei einem Plan von 400 Maschinen, hatte man 223 gebaut und insgesamt 1944 hatte man 1267 Jagdpanzer 38 gefertigt. Natürlich eine große Zahl, aber anfänglich hatte man über 2000, also 2073 geplant, also weitaus mehr. Die bemerkenswertesten Unterschiede der Maschinenherstellung Mai-Juni 1944 von den früheren Maschinen wurden die neuen Schlepphaken und die umgestaltete Kanoneneinbau. Von Beginn an BMM mit der schlecht steuerbaren Mannschaft der Konstrukteure nicht das einzige Werk, das diese leichte Panzerjäger 38T bauen sollte. In Pilsen gab es noch ein Werk, das stillstand. Vor dem Krieg war das eine ernsthafte Herstellungsressource im tschechoslowakischen Panzerbau. Die Rede ist von der Firma Škoda. Und diese konnte während des gesamten Krieges den Deutschen nichts Passables anbieten. Das hatte aber kaum was mit Sabotage zu tun, denn im Gegensatz zu BMM, wo man zum Beispiel bei BMM bewusst veraltete Fahrwerke verwendete, der Škoda-Werke, zum Beispiel den Panzerkampfwagen T-25. Der T-25 war eigentlich kein schlechter Panzer und hatte überhaupt keinen Bezug zu den Vorkriegsentwicklungen.
Der Panzer passte aber nicht, also wurde nicht angenommen. Aber die Deutschen haben Artilleriesysteme in Dienst gestellt, die Skoda gebaut hatte. Und auch der Panzerbau des Dritten Reiches wurde von Skoda stark beeinflusst. Zum Beispiel hat man dort die Fahrwerkselemente für Panzerkampfwagen Tiger P und Panzerkampfwagen Maus entwickelt. Also manche Elemente stammen von dort. Die Unternehmung selbst war eines der zentralen Waffenentwicklungsunternehmen überhaupt, die den Strukturen der SS unterstanden. So, Jagdpanzer 38 auf dem Bild. So hat er ausgeschaut bis zum September 1944. Die Tarnfarbe wurde direkt im Werk angebracht und wurde später gegen ein einfacheres Muster getauscht. Geplant wurde, dass Skoda, oder Skoda, richtig gesagt, folgende Anzahl liefert. Die ersten 5 Jagdpanzer sollten im Juli 1944 gebaut werden, August 50, im September 100, im Oktober 150, im Januar 1945 sollte das Skoda-Werk genauso viele bauen wie BMM, bis zu 500 Stück pro Monat. Und die Spezialisten bei Skoda waren von Beginn der Arbeiten zu dem neuen Jagdpanzer ein Bezug zu der Maschine, denn die Maschine war praktisch ein Produkt der Kooperation einer großen Anzahl von Firmen. 316 Firmen auf dem Territorium der ehemaligen Tschechoslowakei und 117 in Deutschland. Die anfänglichen Pläne der Herstellung wurden natürlich dann nicht eingehalten, wegen der Probleme mit Lieferanten, waren also gegen Ende des Krieges auf Territorium von Skoda ca. 1200 Jagdpanzer 38. Von denen hatten Kanonen nur 78 Stück und vollständig komplettiert waren nur 150 von 1200. BMM hatte ähnliche Probleme. Bei Skoda hatte dieser Jagdpanzer eine eigene Bezeichnung G13 bekommen. G steht für Selbstfahrerfette und 1 für Leicht und 3 für dritter Typ. Der erste Typ war Panzerjäger 1 und Marder 3. So, die gleiche Maschine nochmal von hinten. Die Möglichkeiten des Unternehmens in Pilsen konnte nur im Juli gehalten werden. Dann kam natürlich starker Rückstand auf. Im August hatte man 20 Maschinen, im September 30, Oktober 59, November 89, Dezember 104 Stück, insgesamt 310 gebaut, anstatt von geplanten 810. Das Werk wurde einfach überschätzt. Die hatten gar nicht die Möglichkeit, so viele zu bauen. Auf dem Bild der Jagdpanzer 38, der im November 1944 gebaut wurde. Mit minimalen Veränderungen wurde die Maschine bis zum Ende der Serienfertigung so gebaut. Die Veränderungen, die in die Konstruktion im Mai 1944 einflossen, haben nur teilweise das Problem der Überlastung der vorderen Fahrrollen gelöst. Sogar in Werksbedienungen war die Bodenfreiheit der Nase der Maschine viel kleiner als die des Hecks der Maschine und das sichtbar. Die Situation konnte fast kaum verbessert werden. Nur im Juli, August 1944 hatte man eine kleinere Veränderung eingebracht. Die Masse der Kanonenblende konnte man um 210 Kilogramm reduzieren. Gleichzeitig hat man auf dem unbeweglichen Teil der Kanonenfixierung Befestigung eingebracht, die Demontage vereinfacht haben. Mit einem 2-Tonnen-Kran konnte dann die Kanone demontiert werden. Nachgebessert wurde auch die Motorabdeckung. In dem hinteren Türchen kam noch eine kleine Luke dazu, was zum Beispiel dem Kommandanten ermöglichte, die Luke nicht komplett zu öffnen und so sein Sichtgerät daraus zu stecken. Ebenfalls haben die Konstrukteure die ausfahrbare Tür auf dem Lufter gestrichen. Die nächste Portion der Veränderungen kam im September. Im Feld beklagten die Panzerfahrer die Überlastung und ständige Defekte des Fahrwerks im vorderen Teil. Deswegen hatte man die Dicke der Federn vorne verstärkt, von 7 auf 9 mm. Auch die Umrandung der Fahrrollen wurde umgearbeitet und die Anzahl der Befestigungsschrauben hatte man auf 32 erhöht. Auch eine Veränderung betraf Kanonenmontagesystem. Das war bereits die 5. Variante. Auf dem Bild Jagdpanzer 38 von oben, also der Endtopf hatte sich verändert und das Sichtgerät für den Fahrer. So, im September gab es die ersten Veränderungen, die auf Kampferfahrungen zurückzuführen sind. Die Sichtgeräte vom Jagdpanzer 4 waren scheinbar eine Schwachstelle, auch wenn das Geschoss die Panzerung nicht durchschlug, sondern abgeprallt ist, hatte er das hier ausstehende Sichtgerät getroffen und dieses kaputt gemacht. Von der Panzerung abgeprallt, traf die Granate dann das Sichtgerät, weil das Sichtgerät herausgestanden ist aus der Panzerung. Also hatte man schleunigst ein neues Sichtgerät entwickelt. Jetzt hatte man die Sichtgeräte dann so gemacht, dass die komplett ohne Schutz oben rausstehen und darüber hat man so eine Art Abdeckblech montiert, damit kein Dreck reinkommt. Zu der gleichen Zeit hat man ungefähr die Fahrrollen umgestaltet wieder, die Schraubenanzahl auf 16 Stück reduziert pro Fahrrolle. Auf diesem Bild sieht man die Schrauben, die auf einer Fahrrolle sind. Große Veränderungen gab es auch im November, Dezember 1944. Kleinere Umgestaltungen des Kampfraums. Man konnte so die Anzahl der mitgeführten Granaten um 5
erhöhen. Zweitens hatte man wieder die Kanonenbefestigungsvorrichtung verändert. Drittens hat man auch die Konstruktion des Endtopfes wieder verändert, bekam jetzt auch einen Flammendämpfer. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte man auch die Stützerollen geändert. Ende Herbst 1944 hatte man bei der Herstellung von Jagdpanzer 38 mehrere Typen der Stützerollen verwendet und die Panzer der BMM und Skoda haben sich voneinander unterschieden, auch durch die ab Werk angebrachte Tarnfarbe. Im Bild seht ihr den Jagdpanzer 38 im Rahmen einer Umgestaltung. Man sieht also den veränderten Ausschnitt für die Kanonenbefestigungsvorrichtung. Und bereits im Stadium der Vorbereitung der Serienfertigung hatte man eine Idee der Modernisierung. Und einer solcher Projekte der Modernisierung wurde Panzerjäger 38T Star. Das bedeutete, dass die Kanone nicht mehr in die Ausgangslage gefahren werden muss. Der Grund dafür war der Versuch, die Belastung für die vorderen Fahrrollen zu reduzieren. Und das hatte auch das begünstigt, dass die Masse der Panzerung des ganzen Artilleriesystems, der Kanonenblende und so weiter, sich auch reduzierte. Als Ergebnis hatte die Kampfmasse des Panzers um 750 bis 1000 Kilogramm reduziert und Munitionsvorrat von 38 auf 79 erhöht. Die Entwickler der Firma Alcat haben das System entwickelt, dieses Star-System. Im April 1944 wurde Star-Prototypen produziert und dann hat man noch einen Prototypen gebaut und am 12. Mai nochmal umgebaut. Im September 1944 wurden weitere zwei Serienmaschinen umgebaut in Star-System. Und im Dezember hat man eine Versuchsreihe aus 10 Maschinen Star gestartet und die letzte solche Maschine hatte BMM im April 1945 verlassen. Und hier seht ihr auf dem Bild das Serienmodell 1945. In Serie sollte man den Jagdpanzer 38 Star auf dem Werk Skoda bauen, aber es stellte sich heraus, dass die Kanone mit diesem Star-System weniger ausgehalten hat und auch die Maschine wird beim Schießen mit diesem Star-System Beschädigung hinzugefügt. Bei so einem starren System geht natürlich die gesamte Belastung direkt in die Maschine rein. Also hat man diese beim Skoda nicht eingeführt und 8 von 10 gebauten Maschinen befanden sich auf dem Testgelände im Übungszentrum in Milovice. Auf dem Bild seht ihr, dass die Maschine außer der neuen Kanonenbefestigung, die hatte auch einen anderen Motor drin. Deswegen musste man die Heckplatte praktisch umgestalten. Anfang 1945 kam die Idee auf, dem Jagdpanzer 38 einen Dieselmotor zu verpassen. Ähnliche Gedanken hatte man bereits im März 1944, aber weiter als Diskussion kam das nicht damals. Aber jetzt hatte man bei der Firma Tatra mehrere Typen von Dieselmotoren mit einer Luftkühlung, darunter auch ein V8-Motor Tatra 928. Dieser hatte eine Leistung von 180 PS, leistungsstärker als der Praga AE. Und in Verbindung mit diesem Motor musste man also die Konstruktion des Heckteils eben verändern. Es kam neue Ausbeulung auf der Motorplatte im Kampfraum, in den neuen Lüfter für das Kühlsystem und eine neue Luke für den Kommandanten kam dazu. Zusätzlicher Lüfter kam auch auf der Motorabdeckung und im Heck eine neue Klappe. Auch den Endtopf hatte man umgestaltet. So wollte man 500 Stück vom Jagdpanzer 38 Star bauen. Auf dem Bild seht ihr die Maschine, eine der letzten Serienpartien. Zur gleichen Zeit hat die Herstellung vom Jagdpanzer 38 wurde fortgesetzt. Die Annäherung der Front hatte sich auf den Herstellungsgeschwindigkeiten ausgewirkt und auch die Angestellten des Waffenamts haben auch die Möglichkeiten der Werke überschätzt. Im Januar 1945 hatte BMM 289 Maschinen gebaut, im Februar 273, im März 148, im April 70. Die Erfolge von Skoda waren natürlich sehr viel bescheidener. 145 Maschinen im Januar, 125 im Februar, 153 im März und 47 im April. Insgesamt wurden 2827 Stück gebaut, darunter 2612 Jagdpanzer 38, die restlichen sind 14 Jagdpanzer 38 Star, 20 davon Flammpanzer 38 und 181 Bergepanzer 38. Anfang 1945 wurden die Pläne nochmal revidiert. Am 1. Februar 1945 wurde erwartet, dass ab März bis Juni 1945 werden weitere 350 Maschinen pro Monat gebaut. Im Juli wurde geplant, 300 Maschinen zu bauen, im August 50. Und ab September sollte die Herstellung auf Jagdpanzer 38D umgestellt werden. Aber diese Maschine ging nicht über ein Projekt hinaus. Es wurde ein Prototyp gebaut. Da haben wir ein Bild davon sogar. Unfertige Maschine im Werk Skoda Mai 1945 datiert. Die im 1945 gebauten Maschinen
unterschieden sich kaum vom Jagdpanzer 38 des Dezember 1944. Die höhere Anzahl der Lieferanten führte dazu, dass die Maschinen eine von 4 bis 5 verschiedenen Typen der Stützrollen bekamen. Das führte dazu, dass angeblich die Nachkriegsmaschinen G13 eine andere Stützrollenkonstruktion hatten. Es existierten ebenfalls mindestens zwei verschiedene Typen von Ketten und diese wurden von minimum 2 Werken gegossen. Eine Reihe der Publikationen zum Jagdpanzer 38 stellten die Maschine als Maschine mit einer sehr hohen Kampfeffektivität dar. Sehr oft wird die Maschine als eine flinke Maschine mit einer starken Frontpanzerung bezeichnet, von der die Granaten abprallten. Natürlich ist es der beste leichte Jagdpanzer, das die deutschen Konstrukteure erschaffen haben im Verlauf des Krieges. Aber wenn wir die Kampfmöglichkeiten der Maschine unparteiisch betrachten, sehen wir, dass Jagdpanzer 38 eine Reihe von Nachteilen hatte. Und diese Nachteile waren eben nicht zu beseitigen. So, im Bild seht ihr der im Mai, Juni 1944 vorgeführten Maschinen, dem Adolf Hitler direkt. Wie bereits erwähnt, wurden die Maschinen der Herstellung April, Mai 1944 in die Übungsteile geschickt. Dorthin wurden ebenfalls 100 Selbstwaldafetten der Herstellung aus dem Juni geschickt. Und bereits dort hat man eine Reihe Kinderkrankheiten entdeckt und dabei waren manche davon sogar ziemlich typisch für neue Maschinen. Aber die ernsthafte Überlastung des Frontteils führte natürlich zu einer großen Anzahl von Defekten des Fahrwerks. Und das Problem konnte man nur teilweise lösen, eben im September 1944, als man die verstärkten Federn eingeführt hatte und Kanonenblendenkonstruktion erleichtert hatte. Ein anderes Problem konnte man nicht lösen. Und dieses war eben zu schwacher Motor, das wirklich viel zu schwach zum Ausgangsprojekt war. Leistungsgewichtsverhältnis der Maschine betrug 10 PS pro Tonne. Zum Vergleich Marder 3 der späteren Varianten hatte ein Verhältnis von 14,5 PS pro Tonne und Stuck 40 Ausführung G hatte 11,3 PS pro Tonne. Also war somit der Hetzer alles andere als flink. Da haben wir im Bild frühere Variante, man sieht es an der Kanonenblende. Viele Fragen hatte man auch zum Kampfraum von der Maschine. Jagdpanzer 38 war nicht die niedrigste Maschine. Die Höhe war 2,1 Meter. Das war ungefähr genauso viel wie die Stuck 40 Ausführung G. Und um ein Viertel höher als Jagdpanzer 4. Und er war höher als sein Nachfolger um 15 cm. Und dabei war der Kampfraum sehr eng. Wegen der kleineren Größe, Anordnung der Mannschaft, also die klassische Anordnung konnte man nicht verwenden. Also musste der Kommandant rechts angeordnet werden und maximal nach hinten verschoben, damit er den Ladeschützen nicht stört. Als Ergebnis hatte der Kommandant bei Jagdpanzer 38 den schlimmsten Platz von allen deutschen Jagdpanzern. Das einzige Sichtgerät des Kommandanten war auf so eine Weise angebracht, dass der Kommandant, ohne aus dem Kampfraum auszusteigen, nur nach hinten gucken konnte. Um nach vorne zu gucken, musste der Kommandant die Luke öffnen und unter dem Risiko, eine Kugel in den Kopf zu bekommen, nach außen gucken. Der Kommandant hatte auch ein Panoramasichtgerät, aber um ihn rauszuschnecken, musste er trotzdem die Luke öffnen. Und dabei musste natürlich, um die Luke zu öffnen, musste er dann aus dem Panzer auch aussteigen. Zumindest teilweise. Auf dem Bild seht ihr wieder eine durch polnische Aufständische in Warschau eroberte Maschine. Er bekam einen Eigennamen Chwat. Diese stammt aus der Herstellung Mai, Juni 1944. Es existierte aber noch ein Problem. Die Wannen von Jagdpanzer 38 wurden in 4 Firmen gebaut. 2 davon waren auf dem Territorium von besetzten Tschechoslowakei, also tschechischen Wannen, die vor allem die durch die Firma Poldi Hütte aus der Stadt Kladno hergestellt wurden, haben sich durch besonders brüchige Panzerung ausgezeichnet. Das war aber kein Ding der Sabotage, sondern das war ein bekanntes Problem der tschechischen Panzerung. Als Ergebnis hatte man kaum. Die Frontpanzerung, die Jagdpanzer 38 eigentlich gut von den Geschossen der 75-76mm Kaliber verteidigt hatte, die amerikanische 75mm M3 und der sowjetischen 76mm Kanone F-34. Im Frühling 1944 kam in die Truppen der Roten Armee T-34-85 Panzer. Im Sommer 1944 bekamen amerikanische Truppen Medium-Tank M4A1 76W mit 76mm Kanonen. Die war die Panzerung mit 60mm Dicke und sogar mit einer guten Neigung von 30 Grad nicht mehr ausreichend. Deswegen wurde diese beim Jagdpanzer 4 bis 80mm erhöht, beim Jagdpanzer 38
gelang es nicht, war eh schon überlastet. Also konnten große und schwere Granaten dann schon durch die Panzerung durchbrechen. Und dabei sogar bei Abprallern platzte die Panzerung auf und es gab sehr viele Sekundärsplitter. So wurde auch die Maschine, die heutzutage in dem Park Patriot in Russland steht, verloren. Nach dem Äußeren zu urteilen, wurde sie in die Seite getroffen aus einem großkalibrigen MG. Es gab keinen Durchschlag, aber im Innenraum gab es sehr viele Sekundärsplitter und diese haben den Fahrer verwundet. Also wurde die Maschine dann verlassen und kann heute im Museum bewundert werden dafür. Gegen Ende des Krieges hatten Probleme auch die in Deutschland gebauten Wannen bekommen. Die erhöhte Brüchigkeit der Panzerung kam hinzu und deswegen bei den Tabellen, die Durchschlagsweiten der Panzerung für Jagdpanzer 38, muss man diese Tabellen mit einem Anteil an Kritik betrachten. So, hier ist eine Reihe verlassener Jagdpanzer 38 im Verlauf der amerikanischen Offensive Anfang 1945. Kampfabteilungen Jagdpanzer 38 bekamen die Panzer Anfang Juli 1944. Die Maschinen kamen an die Infanterie- oder Panzergrenadierabteilungen. Und anfangs hatte man sie deswegen leichtes Sturmgeschütz auf 38T genannt. Und diese Bezeichnung wurde in verschiedenen Variationen bis zum Sommer 1944 verwendet. Natürlich waren die Jagdpanzereigenschaften des Panzers zu priorisieren. Also hat man praktisch als Infanterieunterstützung auch genutzt. Die Frontpanzerung war nicht einfach so, sondern natürlich hatte man sie gebraucht zur Begleitung der Infanterie, denn der Marder 3 konnte das nicht tun. Auf dem Bild Punkt 7 Flammpanzer bei Punkt 8 steht Erklärung Ausdruck Hetzer. Der Ausdruck kommt aus der Truppe und bezeichnet damit den Jagdpanzer 38. Als erstes bekamen die neuen Maschinen die 731. und 743. Jagdpanzerdivisionen und jede bekam 45 Maschinen. Danach kamen die Maschinen niemals in einer solchen Menge in eine Einheit, sondern man hat sie mehr verstreut. Ab August war die typische Formierung eine Batterie von den Sturmgeschützen bei einer Panzerabwehrdivision, einer Infanteriedivision und wurde nach KSTN 1149 vom Februar 1944 formiert. Aber es gab auch natürlich diverse Variationen. Zum Beispiel 31 Jagdpanzer 38 bekam die 741. Panzerabwehrdivision, doch ausgerechnet die Sturmgeschütze mit einer Menge von 14 oder 10 Maschinen waren eher eine am meisten typische Formierung für die Maschinen dieses Typs. So, hier haben wir einen Infanteristen, der praktisch einen Hetzer abgeschossen hatte hier. Und das war für den Hetzer natürlich tödlich mit einer Bazooka. Und die Sicht war aus dem Hetzer sowieso eingeschränkt. Ohne Infanterieunterstützung ist er aufgeschmissen. Verwendung fand die Maschine als einer der ersten beim 743. Jagdpanzerdivision. Und das war im August 1944. Während des Warschauer Aufstandes. Die Polen konnten drei Maschinen abschießen und einnehmen und eine davon bekam eben diese Eigennamen Chwat. Bei den Truppen wurde Jagdpanzer 38 gut aufgenommen. Die haben sich gut gezeigt im Gefecht, aber die aufgezeigten Abschusszahlen sind scheinbar übertrieben, quasi fast um das Doppelte. Zum Beispiel bei einem Bericht wird erklärt, dass diese Maschinen 2:2 aus einer Entfernung von 800 Metern zerstört haben, aber beim besten Willen konnte Jagdpanzer 38 das nicht tun. Sogar nach deutschen Schemen der Kampfdistanzen war der Durchschlag garantiert, erst aber in Entfernung von 100 Meter, also aus 800 Meter, ist eindeutig übertrieben. Einer der Hauptgegner für die Jagdpanzer waren die T-34. Gegen die waren die Jagdpanzer 38 sehr effektiv, auch in Anwendung gegen Medium Tank M4 mit 75 mm Kanonen. Diese Maschine wurde gelobt für eine flache Silhouette, so, doch nicht so flach wie Stuck 40 und sogar etwas höher als Jagdpanzer 4. Sehr positiv wurde das von ihnen gesteuerte MG aufgenommen. So, wir sehen die Folge einer Munitionslagerexplosion auf dem Bild. Zu den Nachteilen kann man neben der Überlastung des Fahrwerks waren die kleinen Horizontalrichtwinkel für die Kanone. Das hatten aber scheinbar viele deutsche Jagdpanzer und weswegen die Mannschaft da ständig den Motor laufen lassen musste, damit man die Kanone richten konnte. Wenn man den Motor laufen lässt, dann kann man nicht hören, ob jetzt sich ein Gegner nähert oder nicht. Es gab sehr viele Beschwerden in Richtung Defekte von Getriebe, Wände, Mechanismen, zu geringe Leistung des Motors, vor allem im Gelände. Trotzdem, die Soldaten und Offiziere mochten diese Maschinen, weswegen dort auch dieser Spitzname Hetzer vergeben wurde. Guderian schrieb auch am 4. Dezember 1944, dass die Maschine als Hetzer bei den Truppen genannt wird. Im Gegensatz zu den Hummel, Wespen und Nashorn
wurde Hetzer eigentlich nur immer als Spitznamen angesehen. Hier haben wir eine Maschine, die im Laufe der Gefechte um Berlin abgeschossen wurde. Herbst, Winter 1944 war für Jagdpanzer 38 sein Karrierehöchstflug. Die Mi-35/85 Panzern gesättigte Rote Armee und die amerikanische Armee mit den M4-Panzern mit den langen 76mm Kanonen haben die Effektivität der Panzerjäger 38 reduziert. Die hatten dann auch kein Problem beim Durchschlag der Hetzer. Oft mussten die Maschinen auch mit der Infanterie kämpfen. Anfangs 1945 hatte man bereits sehr starke Panzerabwehrmaßnahmen, also wie Bazookas und sowas. Es gibt sehr viele Fotos der durch Infanterie abgeschossenen Jagdpanzer 38 mit Durchbrüchen in den Seiten. Also sollte man Hetzer nicht überschätzen. Faktisch war das eben eine Ersatzvariante für die Stuk 40. Und deswegen auch wie eine Variante der Ersatztechnik in sehr vielen Sachen die Nachsicht im Vergleich. Die in einem Jahr gebauten Stückzahlen sind nicht sehr viel weniger als alle Jagdpanzer auf Basis von Panzerkampfwagen 4 insgesamt, weil sie eben sehr günstig waren. Einer kostete 54.000 Reichsmark. Deswegen war das natürlich sehr, sehr populär, vor allem bei der Herstellung. So eine billige Maschine. Sie wurden aber nicht zu einer Wunderwaffe für die Wehrmacht. Aber in der finalen Etappe des Zweiten Weltkriegs haben sie ihren Beitrag geleistet und viele Probleme der alliierten Armeen gebracht. Quellen: Hetzer Jagdpanzer 38, Wladimir Franchev, Charles Clement, Milan Kopecki, MBI 2001. Dann Light Jagdpanzer Development Production Operations von Walter J. Spielberger, Hilary L. Doyle, Thomas L. Jens Schiffer, Pappfotos von tschechischen CKD und Autor des Artikels Juri Pascholok. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.